Hallo, herzlich willkommen zu einem weiteren Video zum Thema Grenzenkalkül. In diesem Video möchte ich euch nur weitere Beispiele vorführen. Die Regeln sollten aus dem vorherigen Video bekannt sein. Wenn ihr das vorherige Video nicht geschaut habt, habe ich es euch aber auch nochmal unten in der Beschreibung verlinkt. Also wir haben genau die gleichen Regeln wie wirklich im vorherigen Video schon. Und wir wollen jetzt erstmal anfangen, Folgendes abzuleiten. Phi und Psi führt zu Psi und Phi. Kennen wir sonst auch. Wir wissen, es ist egal, ob wir erst Phi und dann Psi oder erst Psi und dann Phi miteinander verbunden. Also und ist eigentlich kommutativ. Jetzt hatte ich ja schon gesagt, wir dürfen keine Termumformung oder in dem Sinne jetzt machen, dass wir einfach Kommutativität ausnutzen, sondern wir dürfen wirklich nur die Regeln des natürlichen Schließens benutzen. Das heißt, von hier aus starten wir, schauen, wie wir darauf oder davon ausgehend das erreichen können. Was müssen wir von der Idee her machen? Eigentlich nur Psi und Phi quasi aufspalten und nach oben hin wieder zusammenpuzzeln. So, schauen wir also, wie wir das und wegbekommen. Was haben wir in den Regeln? Ups, so eine und-Einführung. Das heißt, wir können einmal das nach links schreiben und das nach rechts mit der und-Einführung kommen dann Psi und Phi und jetzt wollen wir das idealerweise halt wieder zusammenpuzzeln in entsprechend andersrum Form. Dafür haben wir hier die beiden Regeln, dass wir einmal das, was unterm Strich steht, links vom und schreiben können und einmal rechts. Das heißt, das sind beides und-Einführungen und dadurch ist das Ganze schon so, wie wir das haben wollen. Also genau das. So, auch hier wieder eine und-Auflösung. Zwar die andere Regel, aber die ist bei uns nicht anders benannt. Deshalb sieht es jetzt hier so aus, als hätten wir die gleiche Regel angewandt. Auch wenn wir an dieser Stelle das Psi nach rechts schreiben und hier das Phi nach links. Genau, dann haben wir oben wirklich nur Phi und Psi benutzt, was hier in unserer Formelmenge zulässig ist. Und ganz unten steht Psi und Phi. Dementsprechend sind wir hier für die Kommutativität des und-Operators schon fertig. So, man sieht also, es kann auch mal ein bisschen einfacher gehen. Und damit wir jetzt nicht alle denken, es geht mega einfach, habe ich mir noch ein schwierigeres Beispiel rausgesucht. Und zwar, Psi und Phi ist eine mögliche ein mögliches Element der Menge, aus der wir ableiten können und nicht Psi oder Theta. Woher kennen wir das? Wir hatten ja in den anderen Videos schon die Resolutionsableitung gesehen. Da war es ja auch so, wenn wir irgendwie sowas hatten mit Psi, Phi und nicht Psi, Theta, dass dann daraus einfach Psi, Theta wurde. Also einmal das Ganze positiv und einmal negativ oder einmal negiert und dann kommt halt der Rest der Menge, wird dann zusammengeworfen. Das kennen wir also schon aus der Resolution. Daher wissen wir, es muss eigentlich gelten. So. Wir fangen also wieder unten hiermit an. Haben also Phi oder Theta. Was könnten wir jetzt machen? Wenn wir einmal das herstellen wollen. Nun ja, wir können es erstmal wieder
versuchen, so ähnlich aufzuspalten wie vorhin und schauen, ob wir das irgendwie wieder zusammenpuzzeln können. Das heißt, auch hier benutzen wir wieder so eine Oder-Einführung, weil wir das Theta, wenn wir jetzt erstmal nur das herleiten wollen, das Theta ja nicht mehr brauchen. Das heißt, hier haben wir dann nur noch Phi. Dann ist das Theta schon mal weg und wir sind dem Ganzen einen Schritt näher. So, jetzt können wir aber nicht einfach irgendwie eine Und-Einführung oder Einführung benutzen, oder Auflösung, weil wir einfach keine oder Auflösung haben. In dem Sinne, dass wir oben was mit oder stehen haben. Das Einzige, was der oder Auflösung am nächsten kommt, ist der Modus Ponens. Das ist das Einzige, was hier ein oder hat. Dementsprechend wissen wir schon mal, wir brauchen den Modus Ponens, um das Oder wieder zusammenkleben zu können, nach oben hin. Das heißt, hier ist schon mal die erste Formel vom Modus Ponens. Also wir müssen den benutzen, weil wir einfach keine andere Wahl haben. Psi oder Phi. Und dann ist halt noch die Frage, wie würde die andere aussehen? Also hier entsprechend das nicht Phi Strich. Und nicht Phi Strich ist einfach das andere, was nicht unten steht, negiert. Das heißt, hier steht mein Phi unten. Das heißt, ich brauche irgendwie noch ein Nicht-Psi. So, an dieser Stelle kann ich mir erstmal merken, ich bin hier noch nicht fertig. Ich schau mal, wie das auf der anderen Seite aussieht. Vielleicht kriege ich das noch irgendwie hin, dass ich eine der oberen Methoden bekomme. Also entweder das hier machen kann oder das hier, wo ich irgendwas dazu nehmen kann. So. Das heißt, ich würde entsprechend nochmal genauso anfangen. Jetzt aber die andere Formel versuchen herzustellen, also nicht Psi oder Theta. Das heißt, hier an dieser Stelle ist einfach das Phi über. Ich kann hier wieder oder Einführung machen und habe hier nur noch Theta. Auch hier brauche ich wieder so etwas wie eine Oder-Auflösung. Die gibt es aber nicht, weil wir nicht wissen, welches von den beiden Komponenten wahr ist. Dementsprechend ist das, was der Oder-Auflösung am nächsten kommt, auch hier wieder der Modus Ponens. Ich schreibe also die Formel hin. Da ich hier Theta nach unten schreibe, muss ich das andere negieren. Also nicht Psi an dieser Stelle. Und jetzt sieht man auch endlich mal, wofür man eventuell diese nicht Einführung Auflösung braucht, damit man an dieser Stelle eben hier ein Psi bekommt. So, wir sehen also, wenn wir das mit dem vorherigen vergleichen, wenn wir schauen, welche Regel wir jetzt insgesamt brauchen, ist es die, die eine Formel oben sowohl positiv als auch negativ einführt. Wir hatten ja gesagt, es kann nur die Fallunterscheidung oder die Regel des indirekten Beweises sein. Hier ist es in beiden Fällen das gleiche, fällt also raus. Und hier ist es einmal Phi Strich und nicht Phi Strich. Das heißt, wir brauchen eine Fallunterscheidung. Das können wir uns schon mal merken. Dann ist es auch kein Problem, dass Psi und Psi-Strich vorher nicht auftauchten. So, gucken wir uns also die Regel nochmal an. Wir müssen bei der Fallunterscheidung das Ganze so weit ableiten, bis wir an beiden Stellen das Gleiche raus haben. Und dann wissen wir, dass das wahr ist.
Ja, gut. Hier steht Phi und Theta, Phi oder Theta und da auch. Das heißt, wir können das auch einfach verbinden und hier unsere Phi-Unterscheidung anwenden und haben Phi oder Theta. Also auch hier nochmal, wie sind wir vorgegangen? Wir haben uns überlegt, erstmal, wie können wir eine dieser beiden Formeln darstellen aus unserer rechten Seite. Und dazu erstmal alles Unnötige weggeworfen, in dem Sinne, dass wir durch die Oder-Einführungen von unten nach oben gelesen, dass Theta auf der rechten Seite bzw. das Phi auf der linken Seite rausgeworfen haben. Dann brauchten wir zum Zusammenpuzzeln so eine Art Oder-Auflösung. Die gibt es nicht, dafür ist der Modus Polens zuständig. Und aufgrund des Modus Polens und dem, was unten drunter steht, wissen wir auch automatisch immer, was jeweils auf der rechten Seite steht. Dann muss man das nur noch so weit zusammenpuzzeln, dass es wieder in die Regel der Phi-Unterscheidung passt und entsprechend unten diesen einen Ableitungsschritt mehr machen. Wir sehen also, wenn man das Ganze mit und hat, ist das Aufbrechen und wieder zusammenpuzzeln etwas einfacher. Dadurch, dass wir wissen, wenn und gilt, gilt auch jedes der einzelnen Bestandteile. Beim Oder wissen wir nur, eins gilt. Dementsprechend haben wir da nicht so coole Einführungs- und Auflösungsschritte, sondern eben den Modus Ponens.